Wenn ihr Lust habt, die irische Lady und mich in die Mühlheimer Kirschblüte zu begleiten, dann schaut euch den Vlog an. Und Bang! Hallo Leute, hallo YouTube! Ihr seht uns hier in der Mühlheimer Kirschblüte. Wir wollten eigentlich den Streuobstwiesenweg laufen heute, aber da war die Hölle los. Da waren bestimmt also tausende Leute unterwegs und deshalb machen wir heute unsere eigene Streuobstwiesenwegwanderung durch die Mühlheimer Kirschblüte, die so langsam am Abebben ist. Jetzt kommen schon langsam die Apfelblüten. Ich wollte ein paar schöne Fotos machen und auch mal ein bisschen mit der Drohne fliegen und ich habe Verstärkung dabei. Die irische Lady begleitet mich heute auf dem wirklich anstrengenden Weg für mich, weil ich habe nämlich den dicken Rucksack gleich auf der Schulter und ich habe auch die Fuji XT4 dabei mit dem Wildrox. Da will ich ein paar Bilder von der Blüte, von der Kirschblüte machen. Ich bin mal gespannt. Wenn es was geworden ist, blende ich es zwischendurch ein. Ich hoffe, es gibt einen schönen kleinen netten Vlog hier von Mühlheim-Kärlich aus der Kirschblüte. Also legen wir mal los. Ne? So, jetzt habe ich das Mikrofon auch mal an. Eben nicht. Und die Lady ist am Kirschblüten riechen. Guck mal, das ist ein Bild für die Götter hier. Irische Lady in German Cherry Blossoms covered. Also, wir haben jetzt mal
schön mit der DJI Mavic Air S2 uns tracken lassen, oben bis zum Modellflugplatz. Jetzt wird der Osmo Pocket wieder an den Start gebracht. Das ist doch sehr umständlich, muss man sozusagen. Drohne, Osmo Pocket XT4. Ihr seht, ich bin auch ein wenig am Transpirieren, aber das ist halt so. Ne? Und wenn man dann noch mit der irischen Lady unterwegs ist, dann gibt die immer Vollgas und beschwert sich, wenn sie mal warten muss. Obwohl, nee, die ist wirklich richtig lieb heute, muss man sagen. Wie immer eigentlich. Und wir gehen hier durch so eine alte Allee von Kirschbäumen. Die sind auch schon ein bisschen älter. Ich denke mal so ungefähr, ja, 30 Jahre werden die alt sein hier. Das sind späte Kirschen. Und da mache ich jetzt noch ein paar schöne Cinematics. Und die Drohne lasse ich vielleicht am Ende noch mal fliegen. Zwischendurch auch mal ein paar Bilder mit der XT4 machen. Also. The longer I've waited, the more that I've tried. All the years that I've wasted trying to find it. All that I go through, my peace of mind, let it all go out the window. No smoke in my eyes, I can hear the wind chime. It's always been you in the back of my mind. Covered in gold, there's nothing else that eases my soul. I let it all go out the window. No smoke in my eyes, I can hear the wind. Leute, wäre ich hoch geschwitzt. Die irische Lady suchte schon ein Plätzchen zum Resten. Aber hier im Hintergrund sind so ein paar schöne Rapsfelder. Ja, Wetter ist ein bisschen schlecht, ein bisschen bewölkter geworden. Aber wir lassen jetzt mal ganz entspannt die Drohne fliegen. Und machen wir mal einen Akku platt und machen ein bisschen schöne Cinematics mit der Drohne. Thank you.
Ja, hat sich gelohnt, würde ich sagen, mit der Drohne. Ich habe mal die Master Shots ausprobiert. Wenn es was geworden ist, blende ich es mal ein. Wir haben schön da eine kleine Pause gemacht und ich bin mal ein bisschen hier über die Rapsfelder geflogen, die noch nicht voll in Blüte sind. Das dauert noch ein bisschen. Und hier über die Kirschbäume mal D-Lock wieder ausprobiert. Mal gucken, wie ich es gegradet bekomme. Und jetzt gehen wir aber so auf dem schnellsten Weg zu meinen Eltern, um da ein schönes, kaltes, alkoholfreies Weizen einzuschütten. Eine irische Lady ist schon, da ruft das Bier schon. Also, auf dem schnellsten Weg zurück und dann hoffen wir, machen wir eine kleine Abmoderation gleich. Smoke in my eyes. I can hear the wind chiming. It's always been you in the back of my mind. When there are others, I do the routine. I dance all along there. So, während wir hier noch durch die letzten Kirschbäume spazieren, machen wir eine kleine Abmoderation. Also wenn es euch gefallen hat heute, der kleine Walk durch die Kirschblüte in Mülheim-Kärlich, dann lasst ein Like, dann lasst ein Abo da. Streuobst-Isen-Wesen-Weg werde ich dann vielleicht irgendwann mal im Herbst machen, da war heute viel los. Aber ich denke, wir haben ein paar schöne Aufnahmen zusammenbekommen. Hat Spaß gemacht, aber auch anstrengend für den Frankie. Und jetzt gönnen wir uns gleich ein schönes eiskaltes Bierchen, würde ich sagen. Und dann würde ich sagen, die irische Lady darf tschüss sagen. Tschüss. Macht's gut, haut rein. Und bis zum nächsten Mal. Bye. It's always been you.